Servus Leute, ja, heute möchte ich euch ein Buch vorstellen von einer Autorin, die ich jetzt auch schon ein paar Jahre persönlich kenne. Allerdings ist das hier tatsächlich ihr Debüt als Autorin, als Buchautorin. Sie hat vorher schon für die Zeitung eine Kolumne geschrieben und hat als Berufsziel Journalistin und studiert momentan alles, was man dazu benötigt. Und vielleicht kennt ihr sie auch hier von YouTube schon, denn die Lisa Sophie hat einen Kanal, der sich It's Coleslaw nennt. Und das hier, wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen. Ein Leitfaden zum Umgang mit peinlichen Situationen aller Art. Das ist von Lisa Sophie ihr Debüt als Autorin, als Buchautorin. Ja, ich habe das unbedingt lesen müssen. Denn sie erzählt in dem Buch viel aus ihrem Leben, ja eigentlich alles, aus ihrem bisherigen Leben, was so abgegangen ist und erzählt so von ihrem Erwachsenwerden. Wer den Kanal von Lisa schon kennt, also It's Coleslaw, da behandelt sie ähnliche Themen. Manche bezeichnen sie auch als so die große Schwester aus dem Internet. Sie wird von ihren Zuschauern sehr oft gefragt zu vielen unterschiedlichen Themen, eben in den Kommentaren. Und alles kann sie natürlich mittlerweile, da sie auch einen relativ großen Kanal mittlerweile hat, nicht mehr so beantworten. Und da die Lisa schon immer seit ewigen Jahren den Wunsch gehegt hat, einmal selber ein Buch zu schreiben, hat sie die Chance genutzt und hat es mittlerweile eben in diesem Werk tatsächlich gemacht. Wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen. Um was geht's in dem Werk? Tja, im Prinzip ums Erwachsenwerden. Um das Erwachsenwerden von Lisa Sophie und welche Lehren und so sie daraus gezogen hat aus ihrem bisherigen Erwachsenwerden. Das sind die unterschiedlichsten Kapitel und ich will euch mal ganz kurz so einen groben Umriss geben. Zum Beispiel im Kapitel 1, wie man den ersten Schultag überlebt oder die Freundschaftsanfragen einer Smalltalk-Kartoffel. Neugierig? Also ich war es, als ich das gelesen habe. Smalltalk-Kartoffel. Was ist eine Smalltalk-Kartoffel? Oder über ihr erstes Date und die Unterwäscheabteilung des Schreckens. Plötzliche Veränderungen und rebellische Zeiten. Naja, Teenager, das gehört nun mal zum Erwachsenwerden dazu. Was tun, wenn nichts mehr geht? Schluss machen und meine katastrophalen Modeverbrechen. Aber was tun, wenn nichts mehr geht? Lisa Sophie hat in ihrer Teenagerzeit auch sehr schwere Zeiten durchgemacht. Als so teilweise Mobbing-Opfer. Und das ging so weit, dass sie eben auch Panikattacken bekommen hat. Das behandelt sie auch in dem Buch. Und was sie dagegen getan hat, auch ein Suizidversuch. Gott sei Dank hat er nicht geklappt, sonst hätten wir
dieses Buch und die Lisa Sophie nicht mehr. Es sind auch negative Dinge eben behandelt. Es ist ja das Leben und es hat eben nicht nur schöne Seiten. Und in dem Buch gibt die Lisa eben auch eben Tipps, wie man da eben durchkommt durch dieses Erwachsenwerden. Aus dem Leben einer professionellen Kaffeeköchin und der Wiener Walze des Todes. Das ist auch so ein Kapitel. Ich finde, die Titel der Kapitel sind eben total witzig. Ohne Alkohol keine Freunde? Fragezeichen. Das ist auch so. Und ja, sie ist auch offensichtlich ein Harry Potter Fan. Denn ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-nicht-gut. Das ist ja ein berühmter Satz aus Harry Potter, von der Karte des Rumtreibers. YouTube-Partys und was es bedeutet, seine Träume zu verwirklichen. Der mysteriöse Freund aus dem Internet und wie ich den letzten Schritt wagte. Und am Ende wird alles gut. Das sind so die einzelnen Kapitel. Ich finde, das Buch ist mit sehr viel, Ironie auch geschrieben, mit Selbstironie. Sie nimmt sich da nicht immer ganz ernst, aber ich denke, die Tipps, die sie da gibt fürs Erwachsenwerden, die sind oft sehr hilfreich. Könnte ich mir vorstellen. Vor allem, weil sie ja als YouTuberin schon eine gewisse Vorbildsfunktion ja auch hat. In ihren Videos kommt es ja immer so ultra sympathisch einfach rüber. Ich gebe es zu, ich habe es ihr auch auf der Leipziger Buchmesse gesagt. Lisa, ich bin ehrlich gesagt überrascht gewesen, wie gut es geschrieben ist. Es ist nämlich wirklich fantastisch gut geschrieben. Es hat auch Witz, ja. Für das Thema, um was es sich dreht, ist es so ein richtig cooles Rundum-Paket. Ich will euch trotzdem nochmal hier das vorlesen. Erwachsenwerden ist eine der schwierigsten Erfahrungen, die wir überleben müssen. Manchmal tut es gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der das alles schon durchgemacht hat und dir versichert, du schaffst das schon. Lisa Sophie ist gefühlt schon in jedes Fettnäpfchen getreten und hat die peinlichsten Situationen überlebt. Obwohl im Leben nicht immer alles glatt läuft, zeigt sie dir, dass am Ende doch alles gut wird. Ja, und das ist eigentlich schon recht guter Schlusssatz. Es ist eben, wisst ihr, schon wieder kommt ein YouTuber und schreibt ein Buch. Und das ist es eben nicht. Da ist richtig, richtig Substanz dahinter und richtig viel Engagement auch für das, um was es sich eben in diesem Buch handelt. Viel aus ihrem Leben, sie gibt da wirklich viel Preis, aber alles mit Augenmaß und immer mit Art Sinn und Tipp, dass man es als Leser eben was davon mitnehmen kann, eine gewisse Erfahrung. Und das hat mich schon ganz schön beeindruckt, muss ich sagen. Dass jemand, der eigentlich ja noch
so jung ist wie Lisa, ja, so viel Lebenserfahrung an ihre Leser hier und eben an ihre Zuschauer bei It's Coleslaw immer weitergibt. Und das ist schon bemerkenswert. Ich bin geneigt, da für das Buch tatsächlich 13 Punkte zu geben. 13 von, wie ihr wisst, 15 möglichen Punkten. Das ist es absolut wert. Ich bin schon beeindruckt. Kosten tut es 12,99 hier als broschiertes Taschenbuch. Und ich kann es ehrlich gesagt nur empfehlen, vielleicht nicht mehr so für meine Generation. Ich bin ja nun mittlerweile auch ein wenig ein alter Knacker. Aber für die jüngere Generation, Zuschauer, die gerade so im Erwachsenwerden sind, da ist es wirklich ein absolut tolles Buch, das man wirklich mal gelesen haben sollte. Und für Zuschauer von Lisa und eben It's Coleslaw ist es, glaube ich, echt was, wenn man erfährt wirklich auch eine ganz schöne Menge über Lisa hier. Ich finde schon, dass sie hier schon ganz schön viel von sich preisgibt, auch wenn sie einiges auch schon bei It's Coleslaw auf ihrem Kanal mal erzählt hat. Also einige Sachen, einige Geschichten kommen einem auch ein bisschen bekannt vor. Nichtsdestotrotz sehr tolles Buch und Lisa, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Würde mich freuen. Vielleicht kommst du ja sogar mal in München bei Tube Munich vorbei. Der Steve Heng wird sich bestimmt auch freuen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.